Nein, wir machen ohne Probe. Wer probt ist feig. Clemens Unterreiners Weihnachtsbenefizkonzert in der evangelischen Kirche in Wien. Gestern wäre es wieder soweit gewesen. Doch wie im Vorjahr, auch heuer exklusiv für die Seitenblicke. Alle Jahre leider wieder Lockdown. Ist jetzt schon das zweite Mal, dass mit der in die Quere kommt. Doch auch heuer wollten nicht alle Konzertbesucher und Besucherinnen ihr Geld zurück. Und einige Sponsoren brachten sogar großzügig Geldgeschenke, sodass für die Hilfstöne schließlich doch eine beachtliche Summe zusammenkam. Es ist ja wirklich wie ein Weihnachtswunder, dass eben alle trotzdem zusammenhalten, verstehen, worum es geht. Jetzt brauchen die Leute Hilfe, nicht irgendwann, jetzt. Jetzt auch eine musikalische Überraschung. Weltklasse-Geigerin Lydia Beitsch bei ihrem Debüt als Pianistin. Also ich habe noch nie öffentlich Klavier gespielt, aus einem einfachen Grund, weil ich es nicht kann. Und irgendwie ist dann diese Idee entstanden, eigentlich zuerst aus einem Spaß, wie gesagt, naja, dann spiele ich halt Klavier. Und der Clemens, ja, gute Idee. Und ich so, okay. Schade nur, dass dieses Konzert vor leerem Haus stattfinden musste. Und auffällig, dass Clemens Unterreiner so viel gespendet bekommt, wenn man ihn nicht singen hören kann. Das wäre keine Werbung eigentlich für mein Konzert. So bitte, bitte nicht singen, ich spende eh. Also so ist es nicht. Wir müssen auch den Humor behalten und den dürfen wir in dieser schwierigen Zeit ja wirklich nicht verlieren.